Dankeschön. Hab ich euch noch gar nicht gesagt, Jungs, als ich heute mit dem René zusammen romantisch hier nach Bautzen reingefahren bin, habe ich mich von Weitem gewähnt, dass es brennen würde, aber René sagte mir, nein, das sind die Erntemaschinen, die so viel Staub aufwirbeln. Echt? Und dann haben wir uns drüber unterhalten, dass es sehr schwierig ist gerade, deswegen Who Stop the Rain, dass die Getreide-Nässe-Sättigung gerade bei 18% liegt und erst ab 16% können sie ernten eigentlich. Ich hatte gedacht, die liegt bei 17%. Bei 14 wäre es super. Hab ich mir erklären lassen. Es war sehr interessant für mich. Ich habe vom René dazugelernt, aber was soll's, der Vater ist Müller, er muss sich mit Getreide auskennen. Ja, echt, der Vater ist Müller. Ja. Meiner nicht? Deiner auch. Das wäre ein Zufall. Ja, meiner ist auch Müller. Aber ich wette, deine Tante ist Bäcker, oder? Genau. Meine Mutter Friseur. Ey, boah, kennt ihr euch? Wahnsinn. Jetzt blunkerst du aber ganz schön rum, oder? So, René, hast du noch so einen Wunsch? Obwohl, der Richie wäre eigentlich dran mit Wünschen, wenn wir ehrlich sind. Was ich heute gut finde, wenn wir eine Wunschbox machen würden. Also ihr könnt eigentlich heute das Programm machen, weil ja, wir sind ja unter uns. Vor allen Dingen, die im Zelt ganz hinten sitzen. Ich habe fast das Gefühl, die sind hierher gekommen und wussten gar nicht, dass eine Band spielt. Haben sie extra hinten hingesetzt, damit das nicht so laut ist. Na, dabei haben wir einen Baum dazwischen, Mensch. Das kann gar nicht laut sein im Zelt. Na. Hier wurde extra gestreut, damit es nicht ganz so staubig ist. Genau. Ihr da hinten, könnt ihr uns hören und sehen? Schon ein bisschen was getrunken? Habt ihr auch Nacktschnecken im Zelt, die sich willenlos paaren unter den Bänken? Seid vorsichtig, nicht ausrutschen, wenn ihr den Weg nach vorn sucht, okay? So, also wir kommen gleich dann mal in die Richtung. So, machen wir ein bisschen Party, oder? Komm, Richie. Wir haben schon einen Wunsch gekriegt, aber den machen wir später. Diese Po-Wackel-Musik fängt der Richie immer gerne an. Das war ein bisschen typisch 80er, aber wir sind ja auch typisch 80er, ne? Mit Funk und Mila. Die haben das in den Proben geklärt, ne? Ich zähle ein, bevor der Beat anfängt. I'm
Dankeschön. Danke und sorry. So, jetzt hast du jetzt schon Wunschzettel, oder was? Wir müssen erst noch ein bisschen in den Tritt kommen. Wir schneiden erstmal alle Richtungen an, die wir so kennen. Und hinten raus wird es immer ein bisschen härter bei uns. Ja? Nicht falsch verstehen, aber hinten raus, es ist einfach so. Wird es immer ein bisschen härter. Und nicht härter BSC. Nein, nein. Der Brian wurde sich auch noch gewünscht. Ne? Brian. Was, Brian? Wer ist Brian? Drauf, aber wer ist denn Brian? Wir sollen doch bitte spielen für Heintje Mama. Von Heintje, wer hat sich Heintje Mama gewünscht? Wollt ihr uns verarschen, oder? Nein, steht nicht drauf, hier steht drauf. Für Anita, schwarze Rose mit ganz lieben Grüßen von Mama. Warte, warte mal, wir sollen Anita spielen von Costa Gold. Nee, war nicht von Costa Gold, alles, aber egal. So, warte, vielleicht kommst du noch drauf. Der zweite Wunsch ist von Brian. Und zwar ist der Mitglied der Adams Family. Hä? Wie? Das verstehe ich nicht. Nein. Nein, verstehst du nicht? Nee, Brian Adams, verstehst du nicht. Ach so! Ja, nee, stand ich jetzt auf dem Schlauch. Ja, ich bin bei. Ich hatte jetzt. Übermorgen nochmal. Ich hatte das Bild von den Backstreet Boys vor Augen, wie die frisch geduscht irgendwie durch den Regen laufen oder so. Ja, ja, deswegen. Ich war ein bisschen abgelenkt. René, also möchtest du jetzt wirklich auf Tanzmusik umschwenken? Was draufsteht oder was? Ja, Wunschbox ist Wunschbox. Okay. Also, kann keiner sagen, hier, was spielen die für ein. Warte mal. Und in welcher Reihenfolge spielen die heute Lieder, sondern das ist ja dann nicht unser. Wollt ihr dann auch dazu tanzen? Oder? Also wir spielen heute das Lied. Wir spielen jetzt das Lied für Björn, weil er der Einzige ist, der eine schwarze Hose anhat. Ne? Schwarze Hose. Genau. Schwarze Hose. Jetzt für euch. Bitte tanzen. Bitte. Schwarze Rose, dann wird sie so begehrlich, doch da unten gefährlich, und kostet immer Mut.
direkt auf den Wolle Peter hinten dran, damit wir es weg haben und du hast dann noch einen Wunschzettel hinbekommen. Wunschzettel ist immer besser als das, was der gute Herr da jetzt macht, weil das kostet zu viel Zeit. Also Zettel schreiben ist immer besser, als ich was wünsche, weil wir müssen immer die Stöpsel aus dem Ohr nehmen. Wir haben nämlich immer Heino drauf, damit wir überhaupt das durchstehen, so ein Konzert. Das ist nämlich viel schöner. Und immer wenn wir die Stöpsel rausnehmen, oh, fühlen wir uns so deprimiert. Und wenn wir Heino wieder reinlegen, hier so zack. Ah, nee, ich hab gerade Heinzi drin. Hab ich jetzt wirklich Heino gehört? Ich hab... Holla. Hast du gerade drauf, ne? Okay. So, ihr wisst, wie das läuft bei uns. Okay. Ich hab Albany drauf. Roger Wittacker. Ja. Super. Alter. Kommt bei dir gerade, okay. Okay. Mach noch den. Aber wir machen das, was beim René gerade drauf ist, okay? Vielleicht spüren wir noch meins. Beschissen war die Nacht. Hab dann nicht nur gedacht. Wieder klar, doch du bist nicht da, das hab ich nicht verdient. Hab mir die Liebe versaut, ich hab mir immer vertraut. Und sie glauben, das schwer, ich lang es nicht so drin. Ich geh noch lange nicht ab. Geben, dass jeder nur einen Wunsch frei hat, weil hier kommen irgendwie immer dieselben Leute mit den Zetteln vor. Irgendwie. Hä? Björn?
Aber wir können das sowieso nicht kontrollieren, eigentlich ist es auch egal. Also das nächste Mal, wer einen Zettel vorlegt, einen Personalausweis bitte wechseln, wir würden uns die Nummer notieren. Aha. Und oder wir merken uns die Nummer einfach auswendig und dann wissen wir schon, wer schon mal da war und wer nicht. Aha. Okay, René, gib mal einen groben Abriss, was jetzt so dabei ist, damit die Leute ungefähr wissen, was die nächste halbe Stunde so querbeet geht. Musik von uns ist natürlich gewünscht. Also der Wunsch für Jeffrey, den gibt's nicht so ganz. Und hier steht noch drauf, ein Taschentuch, was deinen Namen trägt. Ein Taschentuch, was deinen Namen trägt. Also Jürgen. Warte mal, das ist nicht mehr Tempo, ich sage, gib mal einen Jürgen. Verstehe ich jetzt nicht, René, da. Ja, es hat sich wieder der Sammelbegriff gewünscht. Aha. Ja. Anja. Ach so. Ja. Wie? Ein Taschentuch. Sich, ich kenne nur noch von Wolle Petri ein kleines Stück Papier. Echt jetzt? Ja. Kenn ich nicht. Nur ein kleines Stück Papier, ein paar Zahlen ohne Namen. Kennst du nicht? Der Wolle, ne? Hey, der Wolle hat es echt drauf gehabt vor 20 Jahren. Jetzt, er ist, glaube ich, wieder zurückgekehrt, aber nicht so ganz, ne? Arbeiten wir das jetzt ab? Oder? Komm, bevor wir dann nicht mehr dazukommen, mach mal als erstes mal ein für uns, dass du das weißt. Haben wir lange nicht gespielt. Nein, du steht drauf, dass du es weißt. Dass du das weißt? Was habe ich denn da gemacht? Hab doch mein Klavier gar nicht mit heute. Aber es geht auch so. So, dann nehme ich mal hier die. So, das Umhängeding habe ich hier. Warte mal, hier müsste das Klavier sein. Nehme ich mal die weißen Drähte dazu. Ja? Sagen wir nochmal die Tonart, damit wir nicht verschiedene. B. Sicher oder S? So, ihr müsst euch jetzt alle ein bisschen im romantischen Fieber fühlen, ja? Ja, besser wär's, du schreibst S. S? Soll doch lesbar sein, ja, na klar. Ich wollte dir nur den. Na, damit das nicht wieder daneben geht. Okay, also, dass du das weißt, ein sehr alter Song von uns. Mach mal mit gestimmter Gitarre. Aber sehr romantisch. Und er ist in B-Dur. Björn hat recht. Er fängt zwar mit der Subdominante an, aber er ist in B-Dur. Tja, ich kenn mich halt aus. Wenn das einer weiß, weiß es der Björn. So, wir haben den Song noch mal ein bisschen aufleben lassen, weil es ist ein ganz eigentlich alter Song, wenn man unsere Bandgeschichte mal so betrachtet. Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig, auf welches Album wir den Song, auf welches nächste Album wir den Song packen. Aber wenn alles gut geht, wir sind gerade am Sichten, gibt es vielleicht bald noch eine Live-CD von uns. Vielleicht hat er da Lust drauf. Aufgenommen in Bautzen. Bautzen! Da oben auf dem Markt. Aber im Mai. So, aber du machst eine Oktave höher, ne? Wir müssen sowas mal vorher erklären, weil wir haben das echt ewig nicht gespielt. Doch ich trau mich ja nicht mal, dich anzulächeln. Ich bin nachts wach und denk an mich. Und dass du das weißt, ist mir wichtig. Kann ich das so schreiben oder fällt dir noch was ein? Obwohl ich es dir schicke, soll es romantisch sein. Kannst du noch was nicht mir gefällt, kann man mal. Soll doch nicht mehr.